Inwiefern fühle ich mich deutsch? Ich spreche deutsch, ich denke deutsch. Ich handle auch in gewisser Weise deutsch. Ich weiß halt, wo ich mich wie zu verhalten habe, so. Ich bin Nanik, bin 26 Jahre alt, geboren in Herford und stamme aus der Türkei, Trabzon. Meine Mama kam halt 1974 nach Deutschland und hat dann später in der Türkei meinen Vater kennengelernt. Er kam dann 89 her und die haben dann hier geheiratet. Und 1990 bin ich geboren. Wir wohnten damals in so einem Block. Viele Migranten haben da gewohnt und ich bin halt meist halt mehrheitlich zwischen den Türken auch groß geworden und Kindheit halt mit den ganzen Migrantenkindern aufgewachsen, heute noch befreundet. Ganz ehrlich, in der Grundschule hatte ich nie das Gefühl, so ich wäre anders oder irgendwie der Ausländer oder der mit dem Migrationshintergrund, weil da waren halt die Kinder halt Kinder und irgendwann gab es eine Situation, ich kam einen Streit oder so und dann hat irgendeiner dann gerufen, so du scheiß Türke. Das war halt so krass. Ich habe es vorher noch nie irgendwie von jemandem gehört. Ich habe dann als Kind so ganze Nacht so geflennt. So. Ich so, warum hat er das gesagt so? Und dann habe ich irgendwie, hat es bei mir Klick gemacht, so ey, du bist wahrscheinlich anders für die in deren Augen. So. Und ab dann habe ich es halt gemerkt, so du bist der Ausländer. In der Jobsuche war es halt so, dass ich aufgrund meiner türkischen Staatsbürgerschaft halt nicht den Job bekommen habe. Es stand zwar nicht drin, dass ich sie wurden nicht gewählt, weil sie sind Türke. Aber ich hatte halt ein gutes Zeugnis. Ich habe mich auch einigermaßen im Gespräch gut verhalten und alles, aber es ging halt nicht. Und es ging halt wirklich, es waren nicht ein, zwei Bewerbungen oder so. Ich habe wirklich knapp 100 Stück und da kam halt nichts. Und irgendwann so habe ich dann wirklich nur durch Vitamin B eine Ausbildung bekommen. Heimat für mich sind meine Wurzeln, die man nie vergessen sollte. Und Heimat ist auch gleichzeitig auch der Ort, wo du halt aufgewachsen bist und dankbar sein solltest. Du hast zwar deine Wurzeln da, aber du bist immerhin das, was dein Gegenüber auch ist, ein Mensch. Und die Welt ist deine Heimat, sollte deine Heimat sein.